Wir finden uns. Ey, Mann, du stellst dich doch nicht ins Doch, Internet. natürlich. Okay, Take Nummer 2. Wir befinden uns am Morgen des 6. März 2010. Ein paar von uns wollen nicht gefilmt werden. Es ist schweinekalt, es ist viel zu früh dafür, dass wir erst in 14 Stunden oder sowas auf die Bühne müssen. Ja, unser Nachwuchs kümmert sich derweil um progressive Musikalität. Julia versteckt sich so halb unter der Decke, weil Julia noch nicht angezogen ist. Aber das ist alles nicht so schlimm. Was dagegen richtig schlimm ist, ist die Tatsache, dass es über Nacht geschneit hat. Es liegt Schnee. So, meine lieben Freunde, weil ihr seit jeher das Recht habt zu erfahren, worüber ich eigentlich so zetere in meinen Newsbeiträgen und ähnlichem, zeige ich euch jetzt mal, was in dieser Kiste steckt, die ich nachher mitnehmen werde. Mal wieder gucken, ich habe nämlich den Pablo auf den Arm, weil der gern ins Bild hineinläuft. Oh! Was ist hier drin? Hier drin ist eine 8-fach-DI-Box von einer unsäglichen Marke. Ein relativ günstiger, aber wie ich finde, empfehlenswerter Röhren Preamp, an dem der Pablo gerade rumdrückt, was nicht schlimm ist, weil man nicht viel zum Verstellen hat dran. Ich benutze ihn sehr zufrieden und halt eine Schublade. Pablo, darf ich mal? Und eine Schublade für Kabel, Gitarrenstimmgerät, Platra. Das ist im Prinzip alles, was wir brauchen. Das heißt, ich mache danach einen Deckel drauf, nehme das so mit, wie es ist, und alles wird gut. Gell, Pablo? Ja, wir befinden uns im Landeanflug auf Laberbrunn, wo Michael Zierak wohnt und wir inzwischen so eine Art Proberaum eingerichtet haben, weil er einfach mehr Raum und mehr Möglichkeiten hat als wir. Ja, und außerdem liegt es auf dem Weg. Ja, da fahren wir jetzt hin in einem kleinen Dorf, dessen Namen ich immer vergesse und auch Endorf. Endorf, genau, wo ich auch regelmäßig an der Straße vorbeifahre, sag sie nicht laut, weiß der Privatsphäre. Und was? Es ist die Straße in Endorf. Genau. Nummer 5. 5, echt? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall da, wo der grüne Parkplatz steht. Und was wir jetzt auf jeden Fall noch filmen müssen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie kennen bestimmt das Schild an der Ausfahrt Laber Pralinenabfabrik. Diese Fabrik befindet sich hier. Das ist keine Schleichwerbung, das ist nur ein Hinweis für Leute, die gerne essen. Genau. Und außerdem, wenn man so gut genährt und genusssüchtig ist, wie wir das alle sind, fällt es einem jedes Mal schwer, daran vorbeizufahren. Schmeißt den Paparazzi, ich sag's euch. Das ist schön, meine Battlestar Danke. Galactica. Vor meinem Gesicht halten, bitte vor meinem Gesicht halten. Hallo Max, hallo Rose. Hallo. How are you? Good. Und wie ist das Leben als Videostar? 3000 Views. Echt? Ja, das ist der grob Sechsfaktor, überschlagen. ich sag dir, Sechster ist. Ja. Und jetzt, der Mann, von dem es bis jetzt nur ein einziges verschwommenes Foto gab, Michael Zierak, so sieht er aus. G6, Oh. Neumarkt, eine Bühne wie aus dem Bauhausregal. Ah. Was auf Bürsten? Wenn heute kein gutes oder nicht ausreichend Publikum da ist, ich wichse die Bühne an, ich sog's ein Kleid. Hoch ist sie nicht, aber groß. Das denkt jetzt unser Angeberset. Tada! Das da ist der Mann von Tonal I, sagen Sie es dem Vlog. Nachwal. Tonal I Nachwal. Klingt klingonisch. Das ist der andere von Tonal I Nachwal. Das sind die eigentlichen Headliner, weil wir ja Gothic Metal machen auf einer Industrial-Anstellung. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen auf dem Plakat oben, das ist unsere Bühne. Da ist super Musiker. Wo ist ihr an? Scheiße, das ist ja hochwertig. Das ist der Gründer und Initiator des Nine Festivals, Klaus Thomas, inzwischen in Würden ergraut. Du brauchst gar nichts hauen, ich hab dich so bis zur Brust drauf, mehr ist da nicht. Nehmen wir mal zurück. Mal hier, oder Vertigo Screen, ja, kann ich nicht. Ja, wenn du zurückgehst und gleichzeitig einzoomst, das sieht voll komisch aus dann. Also wenn ihr mal nach Neumarkt kommt, wisst ihr, wen ihr hauen müsst, wer schuld an diesem Ganzen hier ist. Ja? An Es ist der Klaus. dieser Misswerbung für Soul and Sadness. Ach mein Gott. Toni hat übrigens gemeint, früher haben wir noch schlechte Musik gemacht. Das ist der wichtigste Mann? Ja. Was habt ihr
dem gehört. Heute nicht von morgen. Okay, dem gehört der Laden mehr oder weniger. Gucken wir mal, wer sonst noch so da ist. Das ist Mike Zirak, aber ihr seht ihn nicht, weil er hinter uns steht. Und diese rauchende Gesellschaft hier draußen, das sind die Stukas. Der Slave Support. Süchtig ziehen sie an ihren Nikotinstängeln und harren der Dinge, die da kommen mögen. Ja, typisch Stuka, immer nur rauchen. Und so. Kaffee saufen. Ja, Stuka, stundenlanges Kaffee trinken, ja? Bitte? Das ist die Banderklärung. Stundenlanges nichts Kaffee trinken. Ernsthaft? Sturzkampf. Ja, ja. Okay. Stundenlanges Kaffee trinken. Ja. Diese Band ist nicht rechts. Nein. Sie sind nur koffeinsüchtig. Ja, aber dann, wo ist ein Kaffee? Aber dazu später mehr. Techniker genau. Ist immer sind der Fortschritt eigentlich. Techniker ist sehr fähig, das haut alles hin, hat die Kanäle von allein gefunden, aber wir machen gerade Soundcheck. Gut. Nach wie vor besteht ja am heutigen Tag das Problem, dass wir als einzige Nicht-Elektroband auf einem Elektrofestival sind, aber jetzt spielen gerade Tonal y Nahual ihren Soundcheck und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Wir werden mal hingehen und es uns ansehen. Hand me my anger, hand me my pride. Bring me a garden of earthly delight, with a hand on an anvil made of coal. A call of freedom. Fine. Ist das jetzt der lauteste Sound schon? Ja, lauter wird's nicht, aber lauter muss es werden. Nein, es geht darum, ums... Backstage-Raum. Wäre cool, wenn das wieder ist. Denn hier ist viel Platz zum Pizza-Essen. Ui, das ist süß. Max meinte gerade eben, das Geile an dieser vollgestellten Bühne ist, wenn wir nachher spielen, ist das alles weg. Aber bei uns sieht es verdammt wichtig aus. Ja, das stimmt. Das ist der Vorteil am Slave Support. Ich meine, manche haben ja da ein Problem mit dem Platz, aber wenn man mal eigentlich so mit elektrischem
Gütern gespickte Bühne hat, ist natürlich cool. Ich hasse Musik. Ich auch. Wir hassen alle Musik. Ich hasse Musik. Deswegen sind furchtbar. Scheiß Töne. Weil jeder Depp Musik machen kann. Hey, wieso ziehst du denn überhaupt mich? Ja, weil ich kann mich ja nicht selber angucken. Ja, keine Ahnung. Guck mal rein. Ich mach keine Musik, ich mach Krach. Ja, ich auch. Was sind das kleine? Noise is the new music. Ja, Gott, mein Englisch. Yes? Yes, you can. Noise is the new music. Ah. Yes. And now all together. Noise is the new music. All together now. Noise is the new music. Thank you for this lesson. I wish you a good night and take care. I'm sorry. Black Metal is Krieg! Crack, Crack, Black Metal Crack. Ist alles Krieg. Krabbelkäferkrieg, Fledermauskrieg. Genau. Panda-Bär-Krieg. Sonnenkrieg. Panda-Bären. Das ist so geil. Mit Delfinen. Also ich muss es hier wirklich die Gegenthese aufstellen. Neues, die neue Musik. Irgendwann kommt die GEMA und verlangt fürs Laufen auf Kopfsteinpflaster erhebliche Summen Geld. Ja? Passt auf euch auf. Noise ist keine Musik. Danke. Danke. Ich musste jetzt echt nochmal hoch und das alles aufnehmen, so aus Künstlersicht, weil das ist der Wahnsinn, was hier an Zeug rumsteht. Das ist eigentlich richtig geil. Wird alles gar nicht benutzt, weil wir alle Playback spielen. Vor allem, es darf niemals auf Video landen, das würde sowas tun. Nicht abgenutzt, im Prinzip neue Tasten. Kinderkeyboard. So tun als ob. Willkommen. Richtig. Ach so. Ja, mein Startmenü. Das ist jetzt uninteressant. Ich hoffe, das wird gehen. Ist das eine geile Sache hier. Lauter Krachgeräte. Ja, das sind wir, da ist Tonali Nachkorn. Leute geben, die wirklich noch Instrument gebrauchen. Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Ja, total. Vor allem. Ein kleines Geheimnis, ich spiele eigentlich nur Counter-Strike. Ist doch okay. Ich weiß nicht, wie dieses Gerät heißt, gibt es in zigfacher Ausführung, finde ich saugeil. Mein Junge, wie du heute wieder aussiehst. Ja. Ein Hühnchenscheicher. Ja, das ist ein Hühnchenscheicher, den kenne ich. Ach, das ist hier mal irgendwie. Da auch Mischpulte, allen Deife. Boah, die sind auf Zack hier, die Jungs. Das ist alles nur keine. Wir schreien Megafon-Sounds zum CD-Playback, das ist geil hier. Das ist mit was gemacht? Mit Paint. Und überarbeitet mit Photoshop. What the fuck? Ich habe nur einen Filter drüber gelegt, damit es so glänzt. Also so ein Glanz- und 3D-Filterzeug. Ja, den, wie heißt der, den... Glanz? Ja, genau, die Kunststofffolie. Das drüber ist der Hintern von Bernd. Das sind die Haare von Bernd. Das Geheimnis. Wir könnten seine Kopfhaare mit seinen Arschhaaren verknoten. Nein, das macht man nicht. Coole Sache. War das die Arsch-Elektro-Version vom Snarflav? Michi ist da! Hey, Sis Steven! Ja, Michi schneidet nachher den kompletten Auftritt für das Internet mit. Yeah! Ich würde euch fragen, warum hat der Mann keine Filmkameras? Dieser Mann braucht keine Filmkameras. Nein. Nein. Kinder. Filmkameras saugen. Mit Filmkameras kann es jeder. Ja. Jetzt warten wir nur noch, dass die Massen durch den Schneesturm kommen, dann wird alles cool. Das ist eine leere Bühne. Das ist Teil der Bühnenshow bei uns gewesen. Oh Gott, sieht das aus hier. Ja gut. Also, der Worte sind genug gewechselt. Toni, wir gehen jetzt haben. Der Song. Okay. Ich verabscheue mich. Ja. Auf
Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis hoffentlich noch einmal. Auf Wiedersehen, Neumarkt. Wir haben dich kaum gekannt. Das war jetzt sogar noch drauf und ganz authentisch und nicht abgesprochen. Ja, genau. So? Ja. Gut.